Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Sky Beast 2 mit dem Shadow. Ist okay. Ja, wir haben ein bisschen abgegradet in der Zeit, wo wir nicht vom Bildschirm, wo wir nicht aufgenommen haben. So, wir sind 14. Und ja, Shadow hat jetzt die Aufgabe, das ME-System zum Laufen zu bringen, während meiner einer sich um die Energieversorgung kümmert. Ja, da Wir sind wir doch was von entfernt von dem MEI-System. genau, aber wir müssen uns ja langsam daran tasten. Und ja doch. Und jetzt haben wir die Hardened. Jetzt können wir die nochmal machen. Und daraus kriegen wir noch eine Blazing. So, das heißt, wir müssen die Blazes nehmen und die jetzt hier durchjagen. Ja, wir müssen ein bisschen upgraden. Ihr seht, das geht schon recht flott. Wir haben hier die Niotic. Und hier sogar ein Spirited. Ne, noch einen Niotic haben wir hier. Burnance, den müssen wir noch upgraden. Spirit ist mit Emeralden gemacht, ne? Genau, da sind wir hier und der hier wird mit Diamanten gemacht. Und ja, wir brauchen die Energie, um dann das ME-System und alles mögliche andere dann noch zu betreiben, ne? Vor allen Dingen die große, wie heißt sie noch? Zentrifuge. So. Da sind wir gerade bei, alles ein bisschen abzugraden und wenn man alles upgradet, dann wird automatisch so der Verbrauch erhöht. Und deswegen braucht man auch mehr Energie. Wir entwickeln uns zu einer kleinen Industrienation hier. Oder was? So, das kriegen wir noch hin. Und dann das hier. Perfekt. Jetzt habe ich drei Blazings. Mit dem Blazing hier müsste ich zwei Niotic hinkriegen. Genau, die haben beide 10 Millionen. Das ist doch ziemlich gut. Gucken wir mal. Kriegen wir das so hin? Ja. Und dann fehlt der Rest wieder. Ja, da fehlt jetzt so ein Ding in der Mitte. Das haben wir zum Glück noch. Wunderbar. Und jetzt, ach ja, da geben nicht zwei raus. Also das heißt, mir fehlen noch hier von den Dias. Zum Glück haben wir Diamantenbienen. Da geht das alles relativ schnell mit der Suche. Ich habe ja auch schon ein paar Dias genommen. Da haben wir ja genug. Und die hier kosten schon 300.000, ne, um die umzuwandeln. Und ich glaube, Emeralde kosten 1 Million. Und damit wir nicht so lange warten müssen, bis die hier so umgewandelt sind, weil das dauert echt dann lange, haben wir die hier abgegradet. Ne? Und die hauen halt ordentlich Energie rein. Aber die generieren auch ordentlich. Also die zwei Burnet. Ja, das ist perfekt. Vielleicht kann man noch die Lava-Combs dann irgendwann anwenden, um dann nochmal Energie rauszuziehen. Und wir wollten ja auch noch Mechanismen machen, ne? Das ist ja auch immer recht gut mit der Energieversorgung. Oh, habe ich jetzt zu viel gemacht? Brauchte gar nicht. Ja, genau, da haben wir Gasturbinen meistens gemacht, ne? Genau, müssen wir mal gucken dann, wenn wir soweit sind. Schaffen wir noch Osmium dieses Mal? Verdammt. Osmium. Gute Frage, nächste Frage. Wir haben jetzt erstmal eine Neotic Cell. Jetzt habe ich immer noch zwei Blazing. Ah ja. Ich kann noch Neotic dann machen. Okay, das machen wir offscreen. Ja, also wie ihr seht, wir haben
die erste Automatisation fertig. Und zwar wird hier Kohle verarbeitet. Und alles, was nicht Kohle ist, wird hier rausgezogen. Und die Kohle wird nur hier rausgezogen über die Filter. Hier haben wir einmal eine Whitelist und hier eine Blacklist. Und die beiden versorgen dann diese Energiequelle hier, Zelle, diesen Spirit 60 Millionen, kann die, also die ist mit Emeralden gebaut. Und die versorgt dann wiederum unsere Zentrifuge und dann alle Maschinen, aber du züchtest noch Kristalle, ne? Die dauern am Anfang lange, sagst du. Wo Ja, sind die die denn? brauchen ewig mehrere Minuten in Echtzeit. Also von daher. Wo sind die denn? In welchem Wasser? Sekunde. Hier drin. Da bei den Schafen. Den Schafen? Und ja, da liegen sie im Wasser und sind noch sehr, sehr klein. Nee. Oh, hier? Ah, da. Ah. Die zwei Dinger. Genau, die zwei, das sind eigentlich vier. Also, und die. Wachsen extrem langsam. Die kann man nicht beschleunigen. Doch, mit Ja, diesem. dafür brauche ich erst das ME-Dings. Und dann geht es schneller. Ah, okay. Aber dafür das ME-Ding brauche ich diese vier. Check. Okay. Ja, wir futtern uns hier durch die Comps. Ich jedenfalls, der Shadow hat das schon getan. Um mehr Herzen zu kriegen, genau. Genau, Stück für Stück. Ja, ich bin jetzt auch schon recht hoch mit den Herzen. Können wir mehr Blut spenden? So, Das ist echt notwendig, ey. als nächstes die Verkabelung oben, ne? Aber das lohnt sich jetzt noch nicht, weil wir erst das ME-System brauchen, ne? Aber ich könnte die Verkabelung ja schon mal legen. Die müsste irgendwo sein, wo sie nicht so stört. Hier ist die Sink. Ich müsste die Oh, hier. ich brauche jetzt hier, glaube ich, mehr Energie hier hinten. Das Ding schafft es einfach nicht. So, ja. Ja, dann bau das doch um. Vielleicht machst du hier einen Platz und dann hier vielleicht den hier weg. Geht das? Den Inscriber? Und dann machen wir da mal ein bisschen Kabel raus für den Übergang. Jetzt den einfach rausnehmen. So vielleicht. Jetzt kannst du da deine Maschinen dran setzen. Aber diese Energy Cables Basic, glaube ich, die sind nicht so gut. Die mache ich mal weg. So. Ja, das ist super. So, und hier geht dann das Kabel dann später hoch. Ich mache jetzt noch zwei 1K-Dinger. Kann ich schon 4K Storage Cell bauen. Ja, guck mal, der hat genug Energie jetzt, ja. Du musst das auch mit Honig machen. Ja, witzig. Aber ja, die Surtis Quartz, das ist ja gut, dass wir das herstellen können, alles, ne? Ja, das ist wirklich notwendig. Ja, ich werde dann mich mal an eine zweite Zentrifuge begeben, die brauchen wir sowieso. Dafür brauchen wir 35 von denen, ne? 35 wächst.
Machine Frames, das heißt, ich brauche 35 Steel Blocks. Okay. Und die müssen dann empowered werden, ja. Oh Gott, haben wir denn? Ne, nicht ansatzweise so viel Steel. Da muss ich jetzt gleich Steel hier irgendwie durchjagen. Ah, können wir hier Hopper drüber setzen? Ja, vielleicht schon. Probier das mal aus. So, hier sind noch 19 drin. 14, 19. Probieren das mal aus. Haben wir noch irgendwo Hopper rumliegen, die unnütz sind? Sonst machen wir einfach, ach, machen wir einfach 9. Holz. Wir haben es ja. So, zack. Ja, einfach zack, fertig machen. Also mich würde das jetzt mal interessieren. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Aufgeräumt, es funktioniert. Hatte ich den schon gegessen? Ja, die Reihe ist dran. Dann haben wir hier noch einen übrig. Kann ich nicht essen, muss ich warten. Ja, das läuft doch ganz gut. So, ich habe jetzt den Elevator für den Keller fertiggestellt. Ah, sehr gut. Ach ja, Bienen züchten. Da war ich ja auch noch dran, ne? Wir haben jetzt ein bisschen Energie. Das heißt, wir könnten jetzt. Ah, die machen. Die ist gut. Das ist die mit Kohle und Sand. Versuchen wir mal. Das funktioniert. Jetzt mal kurz gucken, ob man. Haben wir überhaupt noch genug Space? Was ist denn hier eine Fluxbi? Einfach abgehauen wieder. Wie auch immer die hier rauskommen. Schon mal buggt das, ne? Ja, die sind voll hier. Ah, ganz oben ist noch einer. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen Sand und Kohlebienen. Was brauchen wir? Sand? Haben wir reichlich. Nee, Sand und Kohlebienen. Daraus machen wir dann die Bitumenbienen. Okay. Ein bisschen Platz schaffen. Sand, Kohle. Brauche ich noch Sand und Kohle? So. Sand. Oh Mann, ich hoffe, das wächst alles so schneller hier. Kohle. Sand, Kohle. Das Zeug ist erst zu 13% gewachsen. Oh Oh, Mann. das dauert dann länger als eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Das regt mich ja schon auf. Bist du sicher, dass das nur so geht? Schau du auch noch mal bitte. Zack. Und dann haben wir zwei Bitumen. Sehr schön. Und wenn wir die mal absetten. Ja, und wenn wir dies abgesettet haben, dann geht es in der nächsten Folge weiter mit den Crystals und vielleicht den Bitumius Sand Bean. Das Ding kann man nämlich Öl herstellen und aus dem Öl können wir wieder Energie herstellen. Ah, eine Ancient Bee wollten wir auch noch machen und Osmium, ne? Das waren noch die Ziele, die wir noch hatten. Okay, da muss ich mich dann wohl ranbegeben. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.